Und hallo, es ist mal wieder Zeit für ein Spiele-Erkläre-Video. Heute zu Zombicide Undead or Alive. Wir gucken uns einmal die erste Tutorial-Kampagne an. Und dabei erkläre ich euch kurz, wie man das Spiel ungefähr spielt. Es ist mein erstes Zombicide, deswegen für mich auch komplett neu. Das Regelheft war ziemlich umfangreich, aber im Grunde die Spielregeln sind ganz einfach. Deswegen viel Spaß und lasst uns die Zombies schnetzeln. So, hier haben wir die Mission M0, das Tutorial, einmal vorbereitet. Aber ganz kurz bevor wir starten, worum geht's in Zombicide? Undead or Alive? Dieses wunderschöne Spielchen. Ein Unboxing hatten wir ja bereits. Wer es nicht gesehen haben sollte und wissen will, was sich in den ganzen Boxen befindet, kann sich es gerne angucken. Das hier ist jetzt nur die Basisbox. Und in dem Erklärvideo und Mini-Let's Play gehen wir auch nur darauf ein. Deswegen Spieleranzahl 1 bis 6, ab 14 ungefähr eine Stunde. Wobei das Tutorial, was wir jetzt hier spielen werden, das ist hier sogar mit nur 10 Minuten angegeben. Da haben wir M0, easy 10 Minuten, das nächste wäre mit 25 Minuten und dann die hinteren Missionen sind ein bisschen schwerer, aber eigentlich auch von der Spielzeit überschaubar. Eine exakte Spieleranzahl steht hier tatsächlich nicht, aber am Anfang der Anleitung steht drin, dass Zombicide grundsätzlich für 6 Personen gedacht ist und ja, man aber dann das entsprechend anpassen kann. Hier haben wir es. Es ist normalerweise gedacht für 6 Überlebende, Survivors. Und entsprechend, man kann es solo spielen, indem man halt bis zu 6 Charaktere kontrolliert. Hier unten sehen wir das. Pro Charakter gibt es ein Tableau. Aber man kann es natürlich auch mit bis zu 6 Leuten spielen oder mit 3 Leuten, dass jeder 2 Stück spielt oder beliebig aufgeteilt, wie man es haben mag. Jede Mission hat vorgegebene Ziele. In dem Fall, bei dem Tutorial, ist es, dass wir diese beiden Zielmarker finden und mit unseren Charakteren aufsammeln und danach zum Ausgang fliehen. Das Spielfeld über den Ausgang, der auch Eingang ist, verlassen. Unsere Charaktere sind gut erkennbar durch Farbmarker. Hier sehen wir den guten Karl. Nicht angemalt. Ich weiß, man sollte die eigentlich anmalen. Ich kam noch nicht dazu. Die Charaktere habe ich übrigens vorher zufällig gezogen. Also man kann auch andere nehmen. Es sind in der Startbox mehrere dabei. Dies hier wäre der Karl. Und hier sehen wir auch direkt ein Spielertableau. Der Aufbau ist super einfach. Zu Beginn sieht das nämlich so aus. Die Stöpsel sind auch nicht da, aber die nimmt man sich passend zu seiner Lieblingsfarbe. Die oberen beiden Stöpsel sind Reserve. Und sobald man hier einen Charakter hingelegt hat, kann man schon erahnen, wofür die anderen Stöpsel sind. Der Stöpsel zeigt die Lebenspunkte an. Weil Charaktere haben 2 bis 3 Lebenspunkte. Bei Zombicide 2 habe ich gesehen, da gab es sogar einen, den Prime Minister, mit bis zu 6. Hier habe ich keinen mit 6 gefunden. Also hier ist es normalerweise so, haben die Charaktere 2. Hier sehen wir es auch nochmal bei dem anderen Charakter, bei der guten Molly. Aber es gibt hier bestimmte Klassentypen, in dem Fall die Brawler. Die haben sogar einen Bonus, weil es halt so Nahkampfexperten sind. Die müssen mehr einstecken, entsprechend halten die ein bisschen mehr aus. Aber wie gesagt, das sind die Lebenspunkte. Kriegt man Schaden, verliert man die. Das heißt, man nimmt den Stöpsel und steckt den 1 drunter. Dann hätten wir jetzt noch 2 Lebenspunkte. Jetzt nur noch 1 Lebenspunkt. Und entsprechend unten wären wir besiegt. Und damit wäre die Kampagne verloren. Nämlich sobald ein Survivor stirbt, ist eine Kampagne in Zombicide normalerweise verloren. Das heißt, keiner darf sterben. Alle müssen überleben. Auf der linken Seite unserer Spielerkarte sehen wir die Spezialfähigkeiten. Die erste, deswegen steckt da bereits ein Stöpsel drin, übrigens kleine Dynamitstangen sind das, so, die haben wir automatisch aktiviert. Das heißt, die ist bei jedem Charakter bereits aktiv. Sehr, sehr schöne Sache. Das heißt, man kann sich das Spiel auch entsprechend leichter oder schwerer gestalten, wenn man sich entsprechende Charaktere nimmt, die vielleicht vorteilhafte Fähigkeiten haben. Und hier haben wir +1 Damage Melee. Das bedeutet, wenn wir in einem Nahkampf sind, Melee ist ja Nahkampf, machen wir immer einen Schaden mehr. Sicherlich für einen Nahkämpfer eine gute Sache. Wenn wir eines Tages die gelbe Fähigkeit kriegen, dann würden wir hier oben einen unserer drin verbliebenen anderen Stöpsel nehmen und dann können wir unsere gelbe Fähigkeit nehmen. Und wenn wir eines Tages noch besser werden, dürfen wir uns eine der beiden orangenen Fähigkeiten aussuchen. Das heißt, entweder die obere oder die untere.
nicht beide. Und wenn wir es dann sogar in den roten Bereich schaffen sollten, dürfen wir uns auch für den roten Fähigkeiten eine aussuchen. Auch dort nicht alle. Es gibt zwar eine Regel, dass man halt auch mit der Zeit noch weitere freischalten kann, aber ja, das ist halt eine Sonderregel. Entsprechend braucht man normalerweise maximal 3 Bonusstöpsel. Und ja, was gibt es noch auf dem Tableau? Ihr habt gesehen, vorhin lag hier oben noch eine Karte, weil auf jeder Karte sieht man oben rechts auch noch die Lieblingswaffe eines jeden Charakters. Der gute Karl mag Melee Weapons, das heißt, er mag Nahkampfwaffen. Und die Standard-Nahkampfwaffe zu Spielbeginn ist die Pan, die Pfanne. Es gibt auch andere für alle Pistolenfreunde, die bekommen den Oldtimer. Und alle Gewehrfreunde, die bekommen die Springfield. Damit können wir schon zur nächsten Erklärung kommen, nämlich zu den Waffenkarten. Übrigens, die Basisausrüstung jetzt hier, die ist grau, während die im Spiel zufällig gezogenen weiteren Ausrüstungskarten sind blau. Kann man also leicht unterscheiden. Der Stapel der blauen ist in der Regel auch wesentlich größer, der graue Stapel ist wesentlich kleiner. Aber gut, gucken wir uns die Pfanne vom guten Karl einmal an. Da seht ihr unten, da ist es gemalt, es ist eine Melee-Waffe, also eine Nahkampfwaffe. Entsprechend hat sie eine Reichweite von 0. Das ist die erste 0, die gemalt ist, mit dem Pfeil oben. Man kann sie also nur auf dem gleichen Feld einsetzen, wo man ist. Sprich, hier sehen wir es ja schon aufgebaut. Da ist ein Zombie. Und wenn der gute Karl mit dem Zombie im gleichen Feld ist, kann er das einsetzen. Ist er in einem anderen Feld, fällt das hier durch diese Markierungen am Boden, erkennbar geteilt, oder halt durch Räume, hier sehen wir auch eine Raumwand oder hier eine Wand vom Haus, dann geht es nicht. Nahkampfwaffen also nur, wenn man auf dem gleichen Feld ist. Die zweite Nummer ist die 1, drüber seht ihr die Würfel. Das heißt, der Karl darf für diese Pfanne einen Würfel werfen. Da haben wir den Würfel. Der hat zwei besondere Zahlen. Das hier Gesicht ist, es wird nirgends erklärt, aber ich vermute, das ist die 1. Und das Dynamit ist die 6. Wenn ich mich irre, dann habe ich Pech gehabt, weil es wird tatsächlich nirgends erklärt. Also ich habe keine Erklärung gefunden. Gut, also wie gesagt, Reichweite 0. Er wirft einen Würfel und er trifft, wenn er eine 5 oder höher würfelt. Das heißt, er darf einen Würfel benutzen. Wenn er es schafft, 5 oder 6 zu würfeln, trifft er und macht, wie man am Ende sehen kann, dann einen Schaden. Es ist eine Anfängerwaffe, deswegen so prickelnd ist die nicht. Kann man mit der Zeit natürlich austauschen. Zum Vergleich haben wir hier zum Beispiel jetzt bei der Trixie. Die ist eine Liebhaberin von Riffles, das heißt Gewehren. Auch hier wieder eine graue Karte. Und hier wieder der Platz für die Karte. Und da seht ihr halt minimal anders. Wir haben eine Reichweite von 1 bis 2. In dem Fall beachten, es ist nicht 0. Das heißt, die Springfield, das Gewehr, kann man nicht im gleichen Feld einsetzen. Ja, wir gucken mal kurz nach. Trixie ist die orangene Figur. Das heißt, würde sie hier mit Karl im gleichen Feld stehen, dürfte sie nicht auf diesen Zombie schießen. Sie dürfte aber auf den schießen oder auf die hier hinten, weil die ein oder zwei Felder entfernt sind. Also, wichtige Sache, Reichweitenwaffe, 1 bis 2 Felder in Reichweite, ein Würfelwurf, das ist also wie bei der Pfanne, sie trifft auch bei der 5 oder mehr und sie macht einen Schaden. Was wir hier sonst noch haben, ein Sonderzeichen, oben ist eine Munition zu sehen, da gibt es zwei verschiedene Symbole, einmal Shells und einmal Bullets. Also es sind zwei verschiedene Arten von Munition. Spielt eine Rolle, wenn man Ausrüstungskarten findet, ob sie davon betroffen werden oder nicht. Das heißt, da sind zwei verschiedene Symbole möglich, aber fürs Tutorial spielt es keine weitere Rolle mehr. Unten haben wir noch ein Symbol, das heißt, diese Waffe macht Krach. Wenn man sich erinnert, die Pfanne hatte das Symbol nicht gehabt. Zum einen hat sie kein Munitionssymbol, aber auch kein Krachsymbol. Das heißt, die Pfanne macht weder Krach, noch verbraucht sie Munition, wobei Munition hat man unendlich, aber es gibt halt Spezialkarten mit Munition. Das mit dem Krach spielt später noch eine Rolle. Dazu kommen wir noch. In dem Tutorial bekommt dann der Startspieler auch noch ein Holy Water. Das erklären wir auch noch nach kurzem. Hier sind aber zwei Plätze für Ausrüstungskarten plus 3 Slots oben, wo man ebenfalls Ausrüstungskarten reinstecken kann. Das heißt, maximal kann ein Charakter 6 Karten haben, nämlich 3 oben in dem Rucksack, 2 in den Händen und einmal seine Lieblingswaffe.
Im Kampf selbst können maximal 2 Waffen eingesetzt werden. Wenn man also dann hier eine Waffe hat, in seinem Lieblingsslot, sowie hier unten 2 weitere, kann man nicht alle 3 gleichzeitig einsetzen. Immer maximal 2, weil Menschen haben halt nur 2 Hände. Hinzu kommt noch, die beiden Sachen, die hier sind, gelten als ausgerüstet und können problemlos eingesetzt werden. Sachen, die im Rucksack sind, in diesen 3 Slots hier oben, die sind nicht immer voll einsatzfähig. Dafür müsste der Charakter eine Aktion aufwenden, um die auszurüsten. Es gibt aber auch Karten, wie hier das Holy Water, da seht ihr es in der untersten Zeile. May be used in the backpack, das heißt, es darf aus dem Rucksack heraus benutzt werden. Das ist also bei dem Kleinkram, ne, wenn man Wasser hat, Holy Water, dann das kann man direkt auch benutzen, auch wenn es im Rucksack drin ist, als wäre es im Grunde hier drin. Aber es muss draufstehen, weil ansonsten die Sachen, die hier oben in den 3 Slots sind, sind nicht sofort einsetzbar. Ja, dann haben wir schon hier direkt hier Charaktere erklärt. Dann werfen wir noch einen Blick auf unseren dritten Charakter, nämlich die gute Molly. Die hat auch eine Waffe, in dem Fall aber eine Pistole. Und da sehen wir das Pistolensymbol, Reichweite 0 bis 1. Das heißt, sie kann in ihrem eigenen Feld oder ein Feld Reichweite schießen, benutzt auch einen Würfel, trifft bei 5 oder mehr, macht damit einen Schaden und macht Krach. Was man auch gesehen hat eventuell, da ist ein Symbol. Das war auch bei der Pfanne gewesen, nicht beim Gewehr. Das ist dafür wichtig, wenn man eine Waffe zweimal hat, eine identische. Also in dem Fall den Oldtimer. Wenn sie zweimal den Oldtimer hat, kann man beide gleichzeitig in einer Runde einsetzen. Also quasi Dual-Wield. Sehr, sehr schöne Sache. So, das sehe ich hier gerade. Unten starten wir bei 0. Und das ist das Letzte, was uns noch fehlt von dem Startspieler-Tableau. Wir haben hier unten eine Leiste, die wir mit dem Pfeil markieren können. Und je mehr Zombies wir im Laufe des Spieles besiegen, desto weiter steigt diese Adrenalinleiste. Von dem blauen Bereich über den gelben, den orangenen bis hin zum roten Bereich. Und wer jetzt aufgepasst hat, wird sich erinnern, oh, da war doch was gewesen. Genau. Das heißt, je weiter unser Adrenalin steigt, desto mehr Fähigkeiten des Charakters werden aktiviert. Wir starten im blauen Bereich. Das heißt, solange wir noch diese ersten 6 Punkte haben, haben wir nur die blaue Fähigkeit. Sobald wir 7 Adrenalin haben, kriegen wir automatisch die gelbe Fähigkeit. Und wenn wir es dann sogar in den orangenen Bereich schaffen, also ab 19 in dem Fall, dann dürfen wir uns eine der beiden orangenen Fähigkeiten aussuchen. Und die Fähigkeiten sind auf allen Charakterkarten unterschiedlich. Im Startspiel sind eine Menge drin. Ich glaube, es waren 14 oder sowas. Hier sieht man es nochmal. Bei unserem Unboxing sind wir die alle etwas genauer durchgegangen. Und alle unterscheiden sich. Wobei es 4 grundlegende Typen gibt. Wir haben einmal die Faithful. Das sind unsere Glaubensbrüder. Die haben eine Sonderfähigkeit, die Vade Retro heißt. Und die erlaubt denen, Weihwasser zu schmeißen. Das sind diese lustigen Steinchen, die man einsetzen darf, einmal pro Runde, schmeißen es auf ein Gebiet. Und das hat normalerweise tolle Auswirkungen, weil dann die guten Zombies sich nicht freuen und ein bisschen böse sind. Gleichzeitig dürfen die auch Wasser als Holy Water einsetzen. Das hilft dann auch nochmal. Aber dazu kommen wir dann gleich im Spiel. Dann haben wir Townsfolk. Die haben eine schöne Fähigkeit, denn die dürfen mehr als einmal pro Runde nach Sachen suchen. Sachen sind in dem Spiel die Karten hier in dem blauen Stapel. Und das sind einfach verbesserte Sachen wie Waffen, Dynamit, Holy Water und weitere lustige Sachen, die man immer gerne haben möchte. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Gleichzeitig haben wir auch noch in Gebäuden einen Vorteil. Dazu später mehr. Dann haben wir Brawler. Davon hatten wir den guten Karl schon gehabt. Das sind unsere Nahkampfexperten. Und die dürfen einmal pro Runde kräftig in die Gegner reinrauschen und kräftig draufhauen. Sowie als letzte Gruppe haben wir noch die Ganzlinge. Da haben wir die. Die dürfen als Spezialfähigkeit eine Pistole im Schnellfeuermodus benutzen und die 6-mal schnell hintereinander abfeuern. Sehr, sehr gut, kann sehr, sehr viel Schaden machen. Unglücklicherweise mit der Startwaffe etwas bescheidener, weil die Startwaffe leider unten einen besonderen Text hat. Für dieses Schnellfeuer, das heißt hier Fanning, die trifft nur bei 6+, also nur bei der 6, anstatt bei 5+.
Normalerweise mit allen anderen Pistolen würde man bei 5 plus treffen oder sogar noch besser, aber diese besonders schlechte Startwaffe, da trifft man nur bei 6 plus. Dafür hat man aber nicht nur einen Würfel, man hat 6 Würfel. Das werden wir eben gleich im Testspiel aber auch einmal sehen. Ja, neben den drei Farben, die wir hier sehen, wir haben hier lila, orange und gelb, kann man alternativ auch noch blau, grün und rot nehmen für die Spielerfarben. Und bei den Startwaffen haben wir noch reichlich Ersatzkarten da. Das heißt, an denen wird es nicht mangeln. Die braucht man aber im Spiel normalerweise nicht mehr. Es gibt übrigens auch Charaktere, die haben keine fest vorgegebene Lieblingswaffe, wie die gute Conception. Da steht auch drin, ne? Dieser Slot kann jede Waffe halten. Das heißt, die gute Conception darf sich von den drei verfügbaren Startwaffen, also Pfanne, Gewehr und Pistole, eine beliebige aussuchen. Im Rest des Spieles darf übrigens immer in dem Slot der Lieblingswaffe nur die hinkommen, die der Vorgabe entspricht. Beim Karl also nur Nahkampfwaffen, Melee Weapons. Wer übrigens die Spezialfähigkeiten der Berufsgruppen vergessen sollte, die werden auf der Rückseite erklärt. Also in dem Fall von den Brawlern ist es der Charge, dass man halt in die gegnerischen Gruppen reinrauscht. Das wird hier auf der Rückseite erklärt. Aber ansonsten ist die Rückseite nicht weiter wichtig. Genau. So. Dann bleibt nur noch der Startspielermarker. Den haben wir hier. Den bekommt der Startspieler. Nach ihm geht es dann immer am Ende der Runde im Uhrzeigersinn weiter. Man kennt es. So. Das wäre also eine ganz, ganz schnelle, kurze Erklärung von den Grundmechaniken. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal live in einem Spiel an, weil da müsst ihr euch nicht das Regelheft durchlesen, mit den sagenhaften 59 Seiten, wobei ab Seite 44 beginnen die Missionen. Das heißt, das gilt eigentlich nicht, aber trotzdem, die ersten 43 Seiten sind das Regelwerk. Aber es ist so stark bebildert und viele, viele Sachen werden mehrfach erklärt, vor allem sowas wie die Line of Sight. Also die Sichtlinie, die wird, glaube ich, hier zweimal erklärt, inklusive seitenlanger Grafiken. Oder auch hier unten nochmal das Tableau für die Spieler, nicht? Also die Spielanleitung ist in der Hinsicht sehr langatmig geschrieben. Man hätte es wahrscheinlich auf 2-3 Seiten komprimieren können. Aber ja, vielleicht schaffen wir es hier ein bisschen schneller. Am Ende werde ich auch wahrscheinlich 2 Stunden brauchen. Na, hoffentlich nicht. Aber so habt ihr im Grunde erstmal erfahren, was das mit den Tableaus auf sich hat. Jeder Charakter kann maximal 6 Karten haben, 3 im Rucksack, 3 in den aktiven Slots, nämlich hier in den Händen und bei seiner Lieblingswaffe. Er skillt mit der Zeit auf, wenn er Adrenalin sammelt. Adrenalin sammelt er, wenn er Monster besiegt. Unsere Lieblingszombies werden wir gleich sehen. Und hier sind seine Lebenspunkte. Lebenspunkte sind wichtig, weil wenn er keine mehr hat, dann ist unser Charakter besiegt. Und in dem Fall verlieren wir auch unsere Kampagne. Bei jeder Kampagne, hier sehen wir es nochmal, gibt es einen kurzen Flufftext, also eine Erklärung, was der Hintergrund ist. Dann sehen wir, welche Kartenelemente benutzt werden. Die haben entsprechend die Nummern, die man in den Ecken sehen kann. Und die werden dann unten auch entsprechend aufgebaut, wie es hier zu sehen ist. Dann haben wir unsere Objectives, das sind also die Ziele, und unsere Spezialregeln. Und hier steht dann halt auch dabei, dass der Startspieler am Anfang des Spiels einmal ein Holy Water kriegt und noch eine Startkarte ziehen darf. Also einmal kostenlose Ausrüstung. Und danach werden hier in dem Fall noch ein paar Zombies vorab platziert. Ja, damit wisst ihr im Grunde schon fast alles. Das Einzige, was noch fehlt, sind die reinen Spielmechaniken. Und dazu kommen wir jetzt. Weil man kann es hier auch schon mal sehen. Da sind ein paar Markierungen. So orange, gelb, rötlich. Und da sind wir in unser Startgebiet. Das Startgebiet ist natürlich ganz offensichtlich. Da ist der Noise-Token mit dem Bang und Boom. Das ist einfach ein Lautstärkenmarker. Wann immer ein Charakter eine Aktion macht, gibt es die Möglichkeit, dass er normal Krach macht. Das ist Bang. Das passiert, wenn man entweder absichtlich mit einer Aktion Krach macht oder wenn man eine Pistole benutzt oder ein Gewehr, weil die macht immer Krach. Ihr erinnert euch, auf den Karten sind entsprechende Symbole gemalt. Hier haben wir es. Wann immer man so ein Symbol sieht, heißt das, da wo das aktiviert worden ist, da legt man dann auch entsprechend den Marker hin. Sprich, wenn unser guter Karl, gut, der hat es gerade nicht, nehmen wir die gute Trixie, wenn die ihre Springfield abfeuert, wie hier oben im Beispiel, dann würden wir den Bang-Marker bei ihr hinlegen, weil sie hat Krach gemacht, weil sie hat ihr Gewehr benutzt.
Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Boom macht. Das ist also noch lauter, also ein Bang. Das passiert zum Beispiel, wenn man das Dynamit einsetzt. Also es muss nochmal eine ganze Ecke lauter sein. Dann platziert man den Boom-Marker entsprechend auch hin. Allerdings bei Dynamit in dem Feld, wo man es hingeschmissen hat. Dynamit ist übrigens eine Ausrüstungskarte, die alles im Zielfeld kaputt macht. Da haben wir die. Er hat eine Reichweite von 0 bis 1, wobei 0 ist eine schlechte Idee. 1 ist besser. Und ihr seht dahinter auch ein anderes Symbol gemalt, mit Ausrufezeichen in dem Fall. Und alle Actors, in dem Fall also Helden, Survivor, als auch Zombies in dem Gebiet, würden in dem Fall besiegt werden. Man sollte es also nicht in Gebiete schmeißen, wo unsere Mitspieler sind, sondern nur in Gebiete, wo wirklich Zombies sind. Sonst verliert man das Spiel. So, dann eine wichtige letzte Erklärung. Es gibt drei grundsätzliche Typen von Zombies. Die werden übrigens auf der Rückseite des Anleitungsheftes auch schön erklärt. Da haben wir nämlich einmal die Runner. Das sind diese hier. Die kleinen flitzenden Zombies, die sind schnell, haben den Unterschied zu allen anderen, dass die zwei Zombie-Aktionen haben und also zum Beispiel zweimal laufen können, zweimal angreifen können oder einmal gemischt anlaufen und angreifen. Also extremst nervig. Dann gibt es die ganz normalen Walker. Das sind hier diese hier dann. Und zum Beispiel wie der hier. Das sind die absolut normalen Zombies. Die haben eine Aktion pro Runde. Gehen oder angreifen. Fertig. Und wir haben Brutes. Brutes sind die etwas heftigeren. Die können auch eine Aktion haben. Entsprechend gehen oder angreifen, halten allerdings zwei Treffer aus, während die anderen beiden Versionen nur einen Treffer aushalten. Brutes haben noch eine andere Besonderheit. Während man normale Zombies, also Runner und Walker, mit jeder beliebigen Waffe mit einem Schaden besiegen kann, kann man die etwas voluminöseren Brutes nur mit zwei Schaden besiegen. Und das reicht es nicht, wenn man zweimal mit der Pfanne draufhaut, weil die Pfanne ist einfach nur eine Waffe mit einem Schaden. Aber der Karl hat seine Waffe gepimpt, indem er einfach eine Spezialfähigkeit einsetzt, die er automatisch einsetzt. Er macht nämlich mit jeder Melee-Waffe, also Nahkampfwaffe, automatisch einen Schaden mehr. Das heißt, die Pfanne trifft bei Karl mit zwei Schaden. Und damit kann Karl immer auch einen Brute besiegen. Hingegen Trixie mit ihrer Springfield hätte ein richtiges Problem, weil die macht nur einen Schaden und sie hat hier erst einmal keine Möglichkeiten, den Schaden zu erhöhen. Sie müsste also eine Waffe finden im Spiel, indem sie eine Suchenaktion macht und hoffentlich was Schönes findet, dann hier oben eine Karte zieht aus dem schönen Stapel und ja, die Remington reicht nicht aus, die macht auch nur einen Schaden. Finden wir eine Waffe auf die Schnelle? Ja, Saber ist auch nicht ausreichend. Ja. Und sind die so selten? Aber jetzt lauter Ausrüstung gefunden. Ich mische gleich nochmal ganz kräftig. Da haben wir eine. Da haben wir eine 2-Schaden-Waffe. Da seht ihr halt, da darf man 2 Würfel werfen. Also Reichweite 0. 2 Würfel trifft ab 4 plus und macht 2 Schaden. Das heißt, auch diese Waffe, die man einfach so finden kann, die Pickaxe, die würde einen Brute auch besiegen können. Man merkt aber, der Brute ist schon eine etwas größere Herausforderung, bringt aber trotzdem gleich viel Punkte nur wie der Runner und der Walker. Richtig tricky sind die Abominations, die kleinen Highlights im Spiel, die normalerweise alle Sonderfähigkeiten haben, bis auf den guten hier aus der Starterbox, der hat keine Spezialfähigkeit, weil die würden auf seinen Karten draufstehen. Hier sehen wir aber No Special Rule, also keine besonderen Regeln. Der gute Bowlerhead ist ein ganz normaler Mega-Zombie. Die guten kann man nur besiegen, wenn man 3 Schaden macht. Das heißt, man bräuchte im Grunde also eine Waffe mit 2 Schaden und die müsste man noch pimpen oder man wirft ein Dynamit auf die guten drauf. Es gibt relativ wenig Möglichkeiten, die guten zu besiegen. Deswegen, wenn die erscheinen, wird es heftig. Dafür lohnt es sich umso mehr. Weil, jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zu unseren Spielertableaus. Ihr erinnert euch an die untere Leiste, ne, damit wir unsere schönen Fähigkeiten kriegen.
unten. Diese Punkte bekommt ihr, wenn ihr Zombies besiegt. Und zwar, für all die Zombies, die ich zuerst nannte, gibt es jeweils einen Punkt für jeden besiegten Zombie. Das kann man auch hier sehen. Adrenalin earned, also verdientes Adrenalin, sind 1, 1, 1 für die Runner, Walker und Brutes. Also alle Figuren, die grau sind standardmäßig, die bringen einfach einen Punkt. Das ist nicht wirklich viel, ne? Aber die gehen auch normalerweise wirklich gut weg. Die roten Monster, die Abominations, die bringen allerdings 5. Das ist richtig gut. Und hier seht ihr übrigens nochmal auf der Rückseite der Anleitung, auch nochmal schön aufgeschrieben, Name, Actions, ne, also Anzahl der Aktionen, die haben, minimaler Schaden notwendig, um sie zu besiegen, 1, 1, ne? Der Brute braucht 2 und die Abomination braucht 3. Und am Ende die Belohnung für die Punkte. Am Ende sehen wir, oder ganz am Anfang sehen wir noch eine Kleinigkeit, das ist für einen Kampf relevant. Wenn nämlich mehrere Monster in einem Gebiet sind, wie hier unten zum Beispiel, da sehen wir einen Brute und einen Runner in einem Gebiet. Ihr könnt euch leider normalerweise nicht aussuchen, auf wen ihr schießt, weil mit euren Aktionen schießt ihr immer in das Gebiet rein. Und hier sieht man die Prioritätenfolge. Das heißt, zuerst wird immer das größte Monster angegriffen, wahlweise Brute oder Abomination. In dem Fall, wenn ihr also in das Gebiet unten reinschießt, trefft ihr immer zuerst den Brute, nicht den Runner. Danach zieht man auf die Walker und zuletzt erst auf die Runner. Ist eine fiese Sache, weil normalerweise will man die Runner als erstes besiegt haben. Das geht aber leider nicht. Das können nur Helden, die eine Fähigkeit haben namens Marksman. Und das hat jetzt keiner von unseren drei Helden. Dann könnte man nämlich aussuchen, auf wen man zielt. Jo, ansonsten, das hier ist das Regelheft. Und auf der Rückseite hat man eine kurze Übersicht, wie der Spielablauf ist. Aber den werden wir jetzt bei der ersten Runde des Tutorials einfach live erleben. Das ist einfacher. Aber ganz kurz als Überblick, wenn Spieler dran sind, jeder Spieler hat 3 Aktionen, normalerweise, weil sobald man einmal gelevelt hat, kriegt man ja eine weitere Fähigkeit und dadurch hat man eine 4. Aktion. Sehr, sehr schön. Aber normalerweise hat man 3 Aktionen und surprise, surprise, eine Aktion ist bewegen. Das heißt, man geht ein Feld weiter in ein anderes Gebiet. Eine andere Aktion wäre kämpfen. Man greift mit seiner Waffe einmal irgendjemanden an. Allerdings halt, man greift keine Gegner direkt an, wie unten gesagt, ne? Man kann nicht sagen, ich ziele auf den Runner, sondern man zielt auf das Feld. Und dann gibt es halt diese Reihenfolge, wie sich auf der Rückseite des Heftes steht. Die größten kommen zuerst und die kleineren danach. Ist wie gesagt fies, weil die Runner schneller sind. Die haben ja selber 2 Aktionen und die rauschen dann geradezu auf einen zu. Bisschen gefährlich. Na gut, und die 3. Aktion ist dann die Objektinteraktion. Zum Beispiel, wenn man ein Feld, eine Sache aufheben will, ne, wie so einen Zielmarker, das kostet eine Aktion. Oder wenn man etwas sucht, weil in jedem Gebäudeteil kann man suchen, auf der Straße nicht, außer man hat die Spezialfähigkeit, dann kann man auch auf der Straße suchen. Aber in Gebäuden kann man eine Aktion ausgeben, um das Haus zu durchsuchen. Dann darf man eine von den blauen Karten ziehen. Und die hat man dann in seinem Rucksack drin oder in der Hand. Kann man sie aussuchen. Zum Beispiel hier. Die erste wäre jetzt ein Knife, ein Messerchen. Und die hätte Spezialfähigkeit. Füge einen Würfel zu einer anderen ausgerüsteten Nahkampfwaffe hinzu. Das wäre natürlich für einen Karl richtig gut. Der würde sie gleich hierhin tun. Und seine Pfanne hätte dadurch dann 2 Würfelwürfe. Also, das wäre für einen Karl eine richtig, richtig gute Waffe. Aber damit er die kriegt, müsste er halt einmal im Haus suchen und Glück haben und das Richtige finden. Hier haben wir jetzt auch eine Spezialfähigkeit der Townsfolk-Leute, also Leute wie hier Trixie, da oben steht Townsfolk, also Stadtbewohner. Die dürfen diese Aktion nicht nur einmal ausführen wie alle anderen, sondern beliebig oft. Ein großer Vorteil und ja, das ist halt wirklich, wirklich gut, weil wenn ihr am Anfang 2-3 Mal nach gutem Material suchen, das dann an die restliche Gruppe verteilen, ist man bestens ausgestattet. Aber gut, die Zeit muss man auch haben. Weil ihr werdet sehen, wenn wir das gleich starten hier oben, es ist auch etwas hektisch. Jo, deswegen, dann starten wir einfach mal mit unserer kleinen Testrunde. Unsere 3 Charaktere kommen ins Startgebiet. Das ist in dem Fall hier oben. Das ist vorgegeben bei der Mission durch das blaue Kästchen. Da seht ihr das.
Survivor Starting Zone. Das ist dort, da fangen wir an. Der Bang-Marker kommt auch bei uns hin, weil die Zombies müssen im Zweifelsfall wissen, wohin die laufen wollen. Und die laufen im Zweifelsfall immer dahin, wo der Bang-Marker ist, der Krach-Marker, alternativ dahin, wo die meisten Helden sind. Das heißt, selbst wenn es keinen Bang-Marker geben sollte, was ziemlich unwahrscheinlich ist, dann würden sie trotzdem dahin laufen, wo die meisten Helden sind. Bei Gleichstand dürfen die Helden immer entscheiden, also die Überlebenden, wohin es geht. Okay, dann starten wir das Spiel. In dem Spiel ist es so, wir durften einmal das Holy Water als Start-Equipment kriegen. Holy Water hat zwei Möglichkeiten. Es kann einmal einen Spawn-Point, die werden gleich noch erklärt im Laufe des Spieles, kann es die zerstören oder verschieben. Und es kann... da können wir drauf gucken. Es steht ja drauf. Genau. Reichweite ist 0 bis 1. Wichtig, es muss eine Ziellinie haben, also eine Sichtlinie. Und es kann halt die Spawn-Tokens beseitigen. Besonders schöne Sache, sowohl wenn man hier die Items einsammelt, die für die Mission wichtig sind, als auch wenn man so einen Spawn-Punkt eliminiert, bringt das 5 Adrenalin-Punkte. Das ist ziemlich viel, das ist fast ein Level-Up zur nächsten Fähigkeit, je nachdem, wo man gerade ist. Also Holy Water, sehr, sehr schöne Sache. Man darf das einem anderen geben, innerhalb seiner eigenen Leute. Deswegen Karl ist unser Startspieler, gibt das Holy Water aber an die Gute hier ab. Und dann mischen wir einmal den Stapel hier oben. Und ziehen uns dann noch eine Karte. Das ist nämlich auch so vorgegeben. Wir dürfen die Startkampagne mit einer Bonus-Ausrüstungskarte starten. So, misch, misch, misch. Und wir kriegen eine Shotgun. Das ist leider für den guten Karl nicht sonderlich praktisch, weil Karl braucht den nicht. Dürfen wir die auch noch direkt weitergeben? Ich gucke mal kurz nach. So, the player receiving the first player token during setup gets a holy water card from the equipment deck as well as an additional starting equipment. They may assign the card to any survivor they control. Das heißt, wir dürfen das auch automatisch weitergeben. Das ist sehr, sehr praktisch, weil die Shotgun ist für unseren Karl, der ist ein Nahkämpfer, komplett sinnfrei. Hingegen die gute Trixie, die freut sich, weil die Trixie ist ein Liebhaber von Gewehren. Könnte natürlich auch beide behalten, aber ich glaube, geben wir das jetzt hier oben hin und ich schmeiße das andere Ding weg, weil die Shotgun ist einfach besser als die Springfield in jeder Hinsicht. Da sehen wir übrigens auch die zwei verschiedenen Munitionstypen in der Ecke oben. Spielt aber in der Regel keine große Rolle. Beide sind eine Fernkampfwaffe, beide machen Krach. Allerdings die Springfield, die Starterwaffe, ne, grau, hatte nur eine Reichweite von 1 bis 2. Die frisch gezogene Waffe hat eine Reichweite von 1 bis 3. Beide haben einen Würfel, aber die Shotgun trifft bei 3 oder mehr, während die Springfield nur bei 5 trifft. Deswegen einfach nur ein wunderschönes Upgrade. Damit haben wir dann unsere Trixie richtig, richtig aufgepimpt. Genau, damit ist das Spiel soweit gestartet. Und wir starten damit. Karl ist unser Startspieler, also hat er jetzt 3 Aktionen. Wir stehen da hinten, müssen einigen Kram einsammeln, nämlich diese beiden X-Markierungen und gleichzeitig den Spaß in der Mitte irgendwie überleben. Ich nehme einen mal ganz kurz das nochmal hier rüber, damit wir es noch hier etwas näher sehen. Von den Gebieten her, hier seht ihr eine Treppe, die reinführt ins Gebäude. Die Treppen zählen nicht als Aktion. Das heißt, wenn wir hier stehen, das ist ein abgetrenntes Gebiet, ihr seht hier, das sind immer so Markierungen, wie Striche, auch innerhalb von Gebäuden sind hier so Trennwände. Das sind einzelne Felder. Das ist ein Außengebiet, das hier wäre ein großes Innengebiet und da unten ist noch ein kleiner Raum, ein weiteres Innengebiet. Der Balkon oben hat einige Sonderfunktionen, die erklären wir auch noch. Die Treppe zum, nach oben hin gilt aber nicht. Das heißt, man kann von hier aus mit einer Aktion auf den Balkon kommen. Andererseits von draußen kann man nicht auf den Balkon kommen. Das geht nicht, der ist nämlich ziemlich hoch. Außer man hat die Jump-Fähigkeit, also Springen, und wie es der Zufall so will, die gute Trixie hat als Startfähigkeit Jump. Das heißt, die könnte tatsächlich auch die Jump-Fähigkeit einsetzen. Ich denke, das werden wir sogar gleich sehen. Aber nur kurz hier, um die Felder zu zeigen. Also ihr seht die Markierungen von den Feldern. Das wäre ein Außenfeld. Wenn wir in das Haus reingehen wollen,
würden wir hier einmal da reingehen. Es würde also eine Aktion kosten, weil Bewegung kostet einen von den drei Aktionspunkten. Was jetzt noch nicht erklärt worden ist, das sind diese lustigen Marker hier unten, diese Spawn-Marker. Und ihr seht hier ganz viele Leichensäcke. Das ist leider kein gutes Zeichen, weil sobald ein Charakter das Haus betritt, müssen wir hier einen Spawn-Marker hinlegen. Und die Spawn-Marker, sie haben die schlechte Eigenschaft, nachdem alle Spieler dran sind, ziehen wir für jeden Spawn-Marker eine Zombie-Karte und das heißt im Endeffekt, hier spawnen, also erscheinen neue Zombies. Das wollen wir nicht. Das heißt, man sollte gut vorbereitet sein, wenn man hier in ein Gebäude geht, wo die lustigen Säcke sind, da kommt in Zukunft Böses raus. Kleiner Vorteil, wenn man einmal die Sachen mit Holy Water begießt, wird es umgedreht und hier spawnt nie wieder etwas. Ja, deswegen, also wenn man das Haus betritt, am besten mit Holy Water, dann kann man sofort umdrehen, wenn man eine weitere Aktion benutzt natürlich, und dann ist man das Problem los. Aber wie gesagt, hier sind die Säcke, gefährliche Sache. So, legen wir es hier wieder zurück. Schieben wir alle Sachen wieder hin. Das gleiche gilt übrigens auch hier links. Da seht ihr oben auch gefährliche Säcke. Sobald also ein Charakter das Gebäude betritt, zum Gebäude gehört gezählt unglücklicherweise auch der Balkon. Das heißt, wenn unsere Trixie, agil wie sie ist, hier irgendwie durchflitzt, auf den Balkon hochspringt, gilt sie als im Haus, weil das gehört zum großen Gebäude dazu. Das heißt, dann würde man hier einen Spawn-Marker hinlegen und dann würden ab da jede Runde hier neue Gegner spawnen. Und wenn Trix dann versucht, hier runterzulaufen, um den Marker einzusammeln, wird das übel enden, weil spätestens auf dem Rückweg wird sie auf die Monster treffen. Und was ich noch nicht gesagt habe, was eigentlich aus dem Kampf kommen sollte, solltet ihr euch in einem Feld befinden mit Gegnern, könnt ihr nicht einfach so rauslaufen, weil normalerweise ein Feld bewegen kostet eine Aktion. Wenn da aber Zombies drin sind, so wie hier, muss man für jeden Zombie eine extra Aktion bezahlen. Sprich, wenn jetzt dieser Charakter hier das Gebiet verlassen will, wo der Zombie drin ist, um einfach hier hinzugehen, müsste man nicht eins, sondern zwei Energiepunkte bezahlen. Zwei Energie. Würde man hier unten stehen, bei den beiden, und aus dem Gebiet fliehen wollen, zum Beispiel mit irgendeiner Art Sprungaktion auf den Balkon, müsste man drei Punkte bezahlen. Einen für die Aktion und zwei extra für die Zombies. Das heißt, es ist ziemlich gefährlich, aus Gebieten oder in Gebiete mit Zombies reinzulaufen, weil man da nicht mehr rauskommt. Sollte man beachten. Okay, also zurück zum Spiel. Wir sind noch bei unserer ersten Runde. Also ab jetzt geht's los. Karl ist dran. Seine Spezialfähigkeit war einfach, er macht mehr Melee-Schaden. Und er darf, weil er Brawler ist, einmal pro Runde seine Spezialfähigkeit einsetzen. Und die Spezialfähigkeit ist, kostet eine Aktion. Er darf bis zu zwei Felder gehen und bekommt eine kostenlose Melee-Aktion, also einen kostenlosen Angriff. Machen wir das mal. Also er geht ein, zwei Felder, ist also im gleichen Gebiet wie der Runner, der Walker, und er kann ihn direkt angreifen. Das ist nochmal eine gute Idee, ne? Für eine Aktion, zwei Felder gehen plus Angriff, cool. Das nennt sich übrigens Charge, also anstürmen. Gucken wir mal nach, ob Karl auch ein bisschen Glück hat, weil er hat nur einen Würfel, trifft aber ab 5 oder mehr. Versuchen wir unser Glück. Nehmen wir unseren Würfel. Würfel, Würfel, Würfel. Und, oh nein, wir haben nicht getroffen. Eine 2. Ja, jetzt steht Karl da doof rum, aber keine Sorge. Wir sind ja schlau. Karl hat ja eine Spezialfähigkeit. Plus 1 Damage im Melee. Er hat also von Anfang an schon einen Schaden gemacht, auch wenn er nicht trifft. Wir haben Glück gehabt. Da jeder Zombie nur eins aushält, von den normalen Walkern, ist der eine Walker somit direkt besiegt. Und Karl bekommt seinen ersten Adrenalinpunkt. So. Reicht leider noch nicht für die neue Fähigkeit. Dafür müsste er noch 6 weitere besiegen, um auf 7 zu kommen. Aber Karl hat gut vorgelegt. Jetzt hat Karl noch 2 Aktionspunkte übrig. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wir können ein Feld vorgehen und nochmal den angreifen. Ja, einmal gehen und einmal angreifen sind genau 2 Aktionen. Problem ist nur, die beiden anderen werden nächste Runde, wenn die dran sind, auch gehen dürfen. Und dann kriegt der gute Karl wahrscheinlich 2 Treffer ab, nämlich von jedem einen oder vom Runner, na gut, von jedem einen. Ja. Nee, er kriegt sogar nur einen ab. Der
Brute wird reinlaufen, der kann nichts mehr machen. Und von dem Runner kriegt er nur einen Schaden. Ja gut, das heißt, wird er überleben, weil der gute Karl hält ja drei aus. Dann denke ich mal, machen wir das. Also Karl benutzt seine zweite Aktion, um ein Gebiet mehr zu gehen. Und dort greift er mit der Pfanne erneut an. Die Pfanne hat zwar ein paar Beulen inzwischen, aber einmal mehr. Wir haben einen Würfelwurf und bei 5 treffen wir. Haben wir diesmal mehr Glück? Schauen wir mal nach. Und wir haben die 5. Wäre aber auch diesmal egal gewesen, weil Karl hat ja plus 1 durch seine Spezialfähigkeit plus 1 Melee-Damage. Das heißt, er würde so oder so 2 Schaden machen. Aber er bekommt einen weiteren Adrenalinpunkt, weil er seinen zweiten Zombie besiegt hat. Es geht also für Karl voran. Damit hat Karl alle drei Aktionen gemacht. Zuerst den Charge über 2 Felder mit kostenlosem Angriff. Dann ist er ein Feld gegangen, hat hier nochmal angegriffen. Für Karl war es das. Jetzt ist Trixie dran. Trixie hat auch 3 Aktionen. Ihre Spezialfähigkeit ist der Jump. Die Spezialfähigkeiten sind übrigens im Regelbuch erklärt. Ja, die muss man einmal nachschlagen. Haben wir auf Seite 56. Da seht ihr alles genau erklärt. Das Spiel ist wirklich ultrast genau bei den Erklärungen. Muss man einmal gucken. Aber in dem Fall, Jump ist einfach eine Fähigkeit. Ihr dürft 2 Felder in Sichtlinie gehen. Die müssen also geradeaus sein. So um die Ecke ist ein bisschen tricky. Aber ihr dürft dabei auch sogar Sprünge machen. Nicht über Züge hinweg, das nicht. Aber auf dem Balkon hoch, das darf man. So, Trixie ist also orange. Da stehen wir. Und Trixie darf also jetzt 2 Felder gehen, wenn sie will, um ihren Jump zu machen. Ich würde sagen, Trixie benutzt den Jump, um hier 1, 2 auf dem Balkon dort hoch zu hüpfen. Jetzt haben wir die schöne Aktion, Trixie ist auf dem Balkon, da muss ich euch was erklären, weil die Sichtweise, die Sichtlinie, normalerweise sehr offensichtlich ist. Der gute Karl kann geradeaus in alle Richtungen sehen. Ne? Also nach oben hin, hier sieht er bequem hin, da unten sieht er bequem hin, trifft die Gegner entsprechend dort problemlos, wenn er eine Attacke hat, die das erlaubt. Nach links und rechts, hier wird die Sichtlinie beendet, weil hier eine Wand ist, auch irgendwie logisch. Den Balkon sieht Karl natürlich auch. Und ins Haus kann er nur ein Feld reingucken. Das heißt, Karl kann hier, weil das ist eine Treppe und hier ist so ein Durchgang. Ich zeige es euch nochmal so. So, hier. Karl ist ja hier in diesem Gebiet, abgetrennt durch das da unten. Er kann hier also ins Haus reingucken, aber Regel ist immer, ins Haus darf man nur in ein Gebiet reingucken. Also nur in ein Feld. Das da hinten kann Karl also nicht sehen. Aber er kann ein Feld reinschauen. Die gute Trixie hier oben auf dem Balkon, bei der ist es so, man tut so, als würde sie hier oder hier stehen, also auf den am Balkon angrenzenden Bodengebieten. Und entsprechend kann Trixie also hier die ganze Straße da runter gucken und auch hier die ganze Straße runter gucken. Sehr, sehr cool. Kleiner Nachteil natürlich, Trixie kann auf der gegenüberliegenden Straße nicht ins Haus reinsehen. Das heißt, der Balkon hat normalerweise super gute Vorteile, aber während Karl theoretisch hier hätte reingucken können, wenn hier nochmal eine Tür wäre, ja, könnte er hier ins Haus reingucken. Trixie kann das nicht vom Balkon aus. Also Balkon hat eine verbesserte Sichtweise auf die Straßen, ne, als wenn man auf der Straße selbst stehen würde, aber dafür keinen Blick ins Haus, was der gute Karl hier sonst hätte. Ja, gut, Trixie ist auf den Balkon gesprungen, das war unsere erste Aktion. Und wie ich euch vorhin gesagt habe, wann immer man das Gebäude betritt, wo diese Leichensäcke sind, kommt so ein sehr ungünstiger Marker da rein und ab da spawnen dort Zombies, wenn die Zombies dran sind. Noch sind sie nicht dran und deswegen, Trixie ist ja bestens vorbereitet mit einem Holy Water und das Holy Water, das Weihwasser, schmeißt jetzt auf diesen Spawnpunkt und deaktiviert ihn damit. Weil es hat ein Feld Reichweite, ne, Reichweite 0 bis 1 und das ist hier erlaubt. Leider ist die Karte damit weg. Aber wir haben keinen Stress, dass uns Zombies aus dem Rücken einfallen. So gesehen läuft. Das war die erste Aktion von Trixie. Und jetzt müssen wir gucken. Eigentlich wollte ich mit Trixie am liebsten hier Items im Haus aufsammeln. Aber da die jetzt diese wunderbare Wumme hat, wir können nicht nach unten schießen. Weil ich habe euch ja gesagt, wenn man schießt, gibt es da die Reihenfolge bei den Zielen. Und man trifft zuerst den Großen, den Brute. Aber der ist ja immun quasi gegen alle Waffen mit einem Schaden. Wir können nicht gezielt auf den kleinen Runner schießen.
was ziemlich doof ist, weil wir können nur den kleinen Runner besiegen mit der Waffe. Trixie hat keine Möglichkeit, die Waffe macht nämlich nur einen Schaden und der Brute hält ja zwei aus. Und wie ich euch ja gesagt habe, ne, die Reihenfolge, wie man auf Gegner schießt, hängt von der Größe ab. Brute, Abomination immer zuerst, dann Walker und am Ende erst die Runner. Wir können den Runner so also nicht besiegen. Deswegen haben wir die Möglichkeit, wir können mit Trixie vielleicht zwei Felder hier runtergehen und dann schon mal den Zielmarker erreichen. Einsammeln können wir nicht, das würde noch eine Aktion brauchen. Oder wir können versuchen, zweimal Items aufzusammeln. Also erstmal eins und gucken, was wir kriegen. Weil vielleicht findet sie auch ein cooles Item, was den anderen hilft. Das machen wir. Trixie sammelt einmal ein Item, weil sie ist im Gebäude, da darf man das. Und sie findet noch ein Holy Water. Yes! Das packen wir in den Rucksack. Und normalerweise Charaktere dürfen immer nur ein Item aufsammeln pro Runde. Aber da Trixie vom Townsvolk ist, hat sie die Spezialfähigkeit Home Defender. Und Home Defender hat zwei tolle Nebeneffekte. Nämlich einmal, man darf beliebig oft die Suchaktion machen. Das können wir gleich nochmal machen. Die andere ist, man hat innerhalb von Gebäuden eine bessere Sichtlinie. Allerdings, das gilt nicht vom Balkon aus, deswegen die hilft jetzt momentan nicht. Aber normalerweise könnte sie innerhalb von Gebäuden besser sehen. Sammeln wir noch ein zweites Item auf mit Trixie. Und diesmal finden wir viele Kugeln. Und es sind sogar die richtigen Kugeln. Nee, es sind nicht die richtigen. Das sind genau die falschen. Das wäre halt für Pistolen geeignet. Und dann darf man Attacken rerollen. Einmal. Natürlich schön, wenn man die richtigen Waffen hätte. Das wäre hier gut für die Molly. Das heißt, wir packen das hier mal. Übrigens, das dürfte auch wieder maybe used in the backpack, darf man aus dem Rucksack raus benutzen. Das Problem ist nur, das Ausrüsten von Sachen oder Umrüsten kostet eine Aktion und das Tauschen mit anderen kostet auch eine Aktion. Glücklicherweise nur bei einem. Das heißt, wenn wir im gleichen Feld sind und Trixie tauscht mit Molly, dann braucht nur Trixie einmal eine Aktion ausgeben und beide dürfen sich halt umrüsten. Ja, und beliebig tauschen. Man muss nicht eins zu eins tauschen. Molly kann sagen, ich gebe dir fünf Sachen und Trixie gibt nur eine Sache. Das ist erlaubt. Aber das Schöne ist, einer bezahlt einen Aktionspunkt und beide dürfen sich entsprechend umrüsten, wie sie wollen. Also Waffen austauschen und so. So, Trixie hat ihre drei Aktionen verbraucht. Wie gesagt, am Anfang hier hochgesprungen und dann hier oben zweimal Sachen eingesammelt. Es wäre halt schöner gewesen, hätte sie hier schießen können, aber das hat nicht hingehauen. Jetzt ist Molly dran. Und Molly hat als Spezialfähigkeit plus einen Würfel mit Pistolen. Das heißt, wann immer Molly Pistolen benutzt, darf sie einen Würfel mehr benutzen. Also statt einen Würfel hier, hätte sie zwei Würfel. Und die treffen bei fünf. Gleichzeitig ist sie ja ein Ganzlinger. Und Ganzlinger durften ja einmal auch immer die Fanning-Attacke benutzen. Also so ein Schnellschuss. Und dabei darf man dann die Waffe sogar sechsmal abfeuern. Unglücklicherweise aber hier bei der Pistole nur mit dem Trefferwurf auf 6+. Jo, dann gehen wir mit der guten Molly ein, zwei Felder und noch ein drittes Feld. Ja, der Bang-Marker bleibt übrigens die ganze Zeit da hinten, weil keiner von uns hat eine Aktion benutzt, die Krach macht. Das kann man sagen, dass das gut oder schlecht ist. Ich bin ein bisschen unglücklich, aber ja. Der Vorteil, dass wir jetzt zwei Charaktere haben, ist, wir dürfen den Schaden normalerweise selbst verteilen, wenn die Zombies kommen, was gleich passiert. Und dann haben wir mehr Personen, dass wir es ein bisschen gleichmäßiger verteilen können. Und das kommt genau jetzt. Das waren die drei Aktionen von Molly. Die ist im Grunde drei Felder gegangen. Das war's. War keine tolle Aktion. Aber ja gut, war nicht möglich. Das war die Runde der Spieler. Jetzt kommen die Zombies. Darauf habt ihr ja gewartet, ne? Die guten Zombies. So, bei den Zombies gucken wir nach, wen wir hier haben. Wir haben hier die beiden. Starten wir mit dem kleinen, lustigen Runner. Der hat zwei Aktionen. Jeder macht zuerst eine Aktion. Das heißt, erstmal läuft er hier hin. Warum läuft er hier hin? Er läuft zum einen, weil er hier Helden sieht. Zum anderen würde er im Zweifelsfall Richtung Bang gehen oder Boom. Er würde Boom bevorzugen, wenn es einen Boom-Marker gibt. Ja, da würde er den bevorzugen. Aber ansonsten geht er Richtung Bang. Aber in dem Fall hat er die Gegner genau vor sich und rauscht in uns rein. Mit seiner zweiten Aktion greift er uns an. Unglücklicherweise, Zombies müssen nicht würfeln, die treffen automatisch. Das heißt, wir müssen jetzt einen Schadenspunkt verteilen. Und da der gute Karl
ziemlich viel aushält, lassen wir Karl einen Treffer einstecken und haben ihn jetzt von 3 Lebenspunkten auf 2 reduziert. Damit ist dann der Runner fertig. Wie gesagt, Runner haben 2 Aktionen, normale Walker und Brutes nur 1. Ja, und der andere Brute, der ist jetzt auch dran, der geht ein Feld weiter, steht damit mit unseren beiden im gleichen Feld drin. Wenn wir uns also aus dem Feld rausbewegen wollen, wird das richtig teuer. Das war noch nicht alles. Jetzt geht's weiter, angefangen mit dem Marker, deswegen steht auch die 1 drauf. Das ist der Hauptzombie-Marker. Und für jeden dieser aktiven Zombie-Marker, den hier haben wir deaktiviert zum Glück. Da seht ihr, jetzt sind keine Gesichter mehr drauf. Der ist deaktiviert. Und der hier ist auch noch nicht aktiviert. Der rote hier, der würde sich nur aktivieren, wenn eine Abomination im Spiel ist. Und das ist zum Glück noch nicht der Fall. Sonst wird es gefährlich. Wir können diesen Marker auch übrigens nicht kaputt machen mit Holy Water. Mit Holy Water können wir nur die weißen Marker kaputt machen, also deaktivieren. Und alle anderen Marker, wie hier den orangenen, können wir dann ins Startgebiet schicken zum gelben Marker, zu dem hier. Das heißt, alle anderen Marker können wir immer zu dem gelben hinschicken, wenn wir die kaputt machen und kriegen dafür 5 Punkte. So, das heißt, Zombies haben sich jetzt bewegt, wir haben keine weiteren Zombies. Und jetzt beginnt das hier, beginnend bei der mit der Nummer 1, ziehen wir jetzt jeweils eine Zombie-Karte. Das sind diese hier. Ja, da sind Markierungen drauf. Wie viele neue Zombies kommen oder ob eine Abomination erscheint. Hier sehen wir halt, wenn nachschiebend neue Zombies kommen. Wie viele kommen, hängt davon ab, welche Farbmarkierung unser stärkster Held hat. Momentan sind wir alle noch im blauen Bereich. Ja, wir haben das Spiel gerade angefangen. Deswegen alles noch bei Adrenalin blau. Wenn ein einziger Spieler bereits im gelben Bereich wäre, würde die gelbe Markierung gelten. Wenn ein Spieler bereits im orangenen Bereich ist und alle anderen im blauen, gilt der orangene Bereich. Deswegen müssen die Spieler ein bisschen aufpassen, dass ein Spieler nicht Power levelt. Das könnte uns gefährlich werden. Hier sehen wir, würden wir die Karte ziehen, würden wir beim blauen Gefährlichkeitsstatus, den wir jetzt auch haben, 2 Runner platzieren müssen, wo wir die Karte gezogen haben. Hier bei den Walkers würden wir hier 4 platzieren müssen. Hier auch 4. In dem Fall eine Abomination. Bei dem hier 2 Walker. Ja, es gibt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Das wäre die letzte und andere Karte noch. Eine extra Aktivierung. Das kann natürlich gefährlich sein, weil extra Aktivierung heißt, alle Zombies sind nochmal dran, die bereits auf dem Spielfeld sind. Aber bei uns hier im blauen Gefährdungsbereich würde gar nichts aktiviert werden. Wären wir schon im gelben Bereich, würden alle Walker nochmal dran sein. Würde in dem Fall übrigens auch nichts bedeuten, weil wir haben nur einen Runner und einen Brute. So gesehen, lassen wir uns überraschen. Mischen wir den Stapel. Und ziehen unsere Karte. Ha, wir haben Glück. Wir haben Glück. Da wir im blauen Bereich sind gerade, passiert gar nichts. Es passiert nichts. Das heißt, der erste Marker hier ist safe. Von da aus geht es dann im Uhrzeigersinn, das heißt, wäre normalerweise jetzt der hier dran, der ist aber deaktiviert, weil noch keine Abomination im Spiel ist. Dann wäre der hier dran, den haben wir aber glücklicherweise deaktiviert, der ist also auch nicht dran. Dann im Uhrzeigersinn weiter, jetzt kommt der hier, der ist leider aktiv. Dafür ziehen wir jetzt eine neue Karte und es kommen 4 Brutes. Wir sind im blauen Bereich, da haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt. Das heißt, wir haben für die nächste Runde richtig Spaß. Weil jetzt kommen hier 1, 2, 3, 4 nette Kollegen. Und der große Spaß bei uns ist ja der, ausschließlich Karl kann die besiegen mit seiner Pfanne. Alle anderen machen ja nicht genug Schaden. Da bahnt sich hier was Böses an. Gut, aber immerhin, das war die Runde. Wir haben noch die Möglichkeit, später kann hier noch eine weitere Zone erscheinen, eine Spawning Zone. Da müssten wir uns eventuell auch noch eine weitere Karte ziehen. Hätten wir jetzt hier unten die Abomination gezogen, das sind ja die roten Karten. Hier, die Abomination. Dann hätten wir den guten Freund platziert und dadurch wäre dann diese Karte auch aktiviert worden. Dann würde es hier unten auch nochmal richtig abgehen. Das heißt, das Spiel kann sehr, sehr schnell eskalieren. Und ja, das ist der Spaß an Zombie-Seiten. Ne? Jetzt sind die Zombies fertig. Das war die Zombie-Runde, sind wir dran. Startspielermarker wandert einen weiter. Das heißt, jetzt darf Trixie anfangen und so spielt man das Spiel weiter.
Das wäre die erste Runde gewesen. Wie gesagt, wir bekommen 5 Erfahrungspunkte, wenn wir es schaffen, hier die Markierungen zu finden. Wenn wir die Spawn Points zerstören bzw. verschieben, nur die weißen Spawn Points kann man ja zerstören. Genau, da fällt mir gerade ein, Trixie hat ja Holy Water benutzt. Da haben wir vergessen, die hätte 5 Adrenalinpunkte dafür bekommen sollen, weil das Zerstören eines Spawn Points bringt 5. Sie hat ja hier unten den Spawn Point zerstört, der aktiviert worden ist, sobald man das Gebäude betreten hatte. Jo, das war dann die kurze Erklärung. War gar nicht mal so kurz, ne? Aber gut, ihr habt gesehen, wie man spielt. Zombicide ist wirklich ein sehr, sehr schönes, lustiges Spielchen. Regeln sind wirklich super einfach, auch wenn das Heftchen dafür komplizierter beschrieben ist. Was es noch gibt für später, weil es gibt ja noch Zugfelder, dann werden Zugfelder mit ins Spiel eingebaut. Zum Beispiel so. Und die haben immer Rückseiten. Auf der Rückseite ist der Zug drauf oder mal ein Waggon. Manchmal werden auch die Waggonseiten benutzt. Ja, dann gelten die als Hindernisse. Man kann an Zügen nicht vorbeigehen, man kann nicht drüber hüpfen. Das sind so richtig schöne Hindernisse. Deswegen sind die meistens auch hier innerhalb der Stadt platziert. Also zum Beispiel in der Art, in dem Meer platziert. Ja, und dann kann man umherum halt gehen. Aber was sehr oft dann auch der Fall ist, das machen wir dann besser hier unten drunter, wenn die Zugkarten kommen, dann habe ich das nämlich auch schnell erklärt. So sind die harmlos. Das sind im Grunde Erweiterungen von bestehenden Gebieten. Also in dem Fall, ja, so kann man sich nicht platzieren. Ich habe es wieder richtig gut gemacht. Wir müssen es doch so machen für die Erklärung. Wenn wir das hier so haben, haben wir hier die Zugschiene und das hier ist weiterhin ein Gebiet, das hier ist ein Gebiet und das oben ist auch ein Gebiet. Das heißt, der Zug erweitert einfach bestehende Gebiete, wie sie vorher waren. Aber das Lustige ist, irgendwann kommt der Zug und dann werden die Karten umgedreht. Und wenn da halt Zombies sind, werden die alle geschnetzelt. Und wenn da unsere Helden sind, die hüpfen zur Seite, da haben die Glück gehabt. Aber der Zug bewegt sich weiter. Meistens sind da 2, 3 Schienen und er fährt jede Runde ein Feld weiter. Man muss dann aufpassen, dass die Zombies nicht in den Zug reinlaufen, weil das gilt meistens als Verlierbedingung. Und ja, da muss man auf die Objectives achten, also die jeweiligen Ziele der Missionen. Aber das schafft man. Das schafft man. Jo, okay. Also dafür, dass das erste Tutorial 10 Minuten dauert, haben wir ein bisschen länger gebraucht. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Regeln mitbekommen. Es ist, wie gesagt, ein super spaßiges Spiel. Auf der Rückseite habt ihr auch nochmal das Wichtigste erklärt. Und wenn man es einmal nach vorne gelesen hat, wie gesagt, es liest sich ein klein wenig zäh, weil Sachen doppelt und dreifach erklärt werden. Aber am Ende ist es gar nicht so dramatisch. Die Seite ist die einzige, die man braucht. Hier ist dann alles Wichtige nochmal drauf. Und selbst das weiß man normalerweise auswendig, weil man kann sich die 2, 3 Sachen wirklich merken. Was man nachschlagen muss, sind die Fähigkeiten der Helden. Ja, also wenn da irgendwo halt sowas wie Jump ist oder, ne, hier, so Jump, das kann man so nicht wissen. Manchmal gibt es hier noch drauf die Fähigkeiten wie Gunslinger oder Brawler. Das sind ja die Kartentypen. Das heißt, die erlangen zusätzlich diese Fähigkeiten. Sprich, Trixie kann dann hier mit der orangenen Fähigkeit nicht nur ein Townsfolk sein, sondern gleichzeitig auch Gunslinger und am Ende sogar Brawler. Ziemlich cool, weil als Townsfolk hat sie natürlich keinen Bonus auf Waffen, aber mit Gunslinger könnte sie den Schnellschuss machen oder als Brawler das Reinstürmen, den Charge. Also richtig, richtig gut. Und die guten Faithful, die haben halt mit ihrer Spezialfähigkeit auch immer wieder einen coolen Bonus, weil die schmeißen das auf ein Gebiet, bevorzugt natürlich mit Zombies, einmal pro Runde. Und in dem Gebiet haben die zum Beispiel hier, wie bei der Conception, +1 auf alle Würfelwürfe, die den Kampf betreffen. Also richtig, richtig gut. Und mit den Erweiterungen natürlich, die wir beim Unboxing auch ausgepackt haben, kommen noch viel mehr schöne Fähigkeiten. Also ich habe gesehen, in der ersten Bonusbox, da wo diese, glaube ich, waren 70 Survivors, wo die drin waren, die haben noch viel bessere Fähigkeiten als die in der Starterbox. Also in der Starterbox wirklich, wenn ich die verglichen habe von den Fähigkeiten her, da fehlt einiges. Also wenn ihr auch die Erweiterungsboxen habt, die meisten werden sie ja haben über den Kickstarter, dann guckt euch auf jeden Fall die Charaktere aus den Erweiterungen an. Spaßig sind sie alle auf jeden Fall. Aber die noch anderen sind besser. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Eins habe ich ganz vergessen. Oh, wir haben Bounty Weapons. Die habe ich vorhin nicht erklärt.
Deswegen nochmal schnell dazu. Es gibt einen Stapel mit Bounty Weapons. Der wird am Anfang des Spiels auch mal gut gemischt. Und das sind einfach bessere Waffen. Ja, die sind besser als normale Versionen. Aus irgendwelchen Gründen sind die besser. Mal mehr Reichweite, mal mehr Schaden. Und die will man gerne haben. Um die zu bekommen, muss man entweder die Objectives erfüllen, die in den Missionen vorgegeben sind, oder den Text auf der Rückseite. Man hat halt immer einen Stapel neben dem Spielfeld. Na, die letzte Karte will nicht. So. Und die wird am Anspiel zu Spielbeginn gemischt. Und dann steht auf der Rückseite drauf, was ihr machen müsst, damit ihr diese Karte sofort bekommt. Also hier zum Beispiel, erhalte 3 oder mehr Adrenalinpunkte, indem du Zombies auf Reichweite 2 oder mehr in einer einzelnen Runde beseitigst. Wenn man das schafft, zum Beispiel, weil man 2 Aktionen für einen normalen Schuss eingesetzt hat und damit halt 2 Monster besiegt hat, wobei 3 AP ist schwieriger, dann müsste man eine Abomination besiegt haben. Ja, also entweder eine Abomination besiegen oder halt 3 einzelne Zombies. Und dann kriegt man automatisch diese Waffe und dann sieht man die nächste Bedingung. Das heißt, man kann sich hier durcharbeiten, muss aber der Reihe nach gehen, wie der Stapel halt ist. Ja, also auch hier, wenn man Glück hat und oben eine Karte ist, die man gut erfüllen kann, zum Beispiel hier, erhalte 10 Adrenalinpunkte oder mehr mit Dynamit. Also einfach einmal Dynamit auf ein Feld schmeißen, wo viele Zombies sind, dann kriegt man sofort die Henry Repeater. Eine schöne Waffe hier. Reichweite 1 bis 3, 3 Würfel mit 4 plus und macht 2 Schaden. Das heißt, damit kriegt ihr die Brutes sofort weggeschnetzelt und wenn euer Charakter noch einen Bonus hat auf den Schaden, kriegt ihr damit sogar die Abominations weg. Das heißt, diese Waffen hier können das Spiel auch nochmal wunderbar wenden, aber ihr seht, es sind gerade mal 7. Es sind gerade mal 7 Stück im Basisspiel. Da kamen später, glaube ich, auch noch ein paar hinzu. Jo, das war Zombicide, Undead or Alive. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel so halbwegs rüberbringen. Wie gesagt, es ist nicht schwierig. Oh, und ich habe jetzt die Qual der Wahl, ne? Male ich alle Figuren an oder nicht? Eigentlich sollte man, ne? Man sollte sie anmalen, aber das wird ein bisschen dauern. Jo, also ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns vielleicht wieder, wenn ihr wollt. Beim nächsten Unboxing oder bei der nächsten Regelerklärung oder live bei Twitch. Macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss.